Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Team Rot. Ja, lang ist's her, aber wir waren hier stehen geblieben. Und ja, auf wen treffen wir jetzt? Hatte ich das in der letzten Folge schon? Haben wir schon gegen? Ich weiß es nicht. Wir haben eine weite Strecke hier im Wald zurückgelegt. Wenn wir diesen Teil hinter uns gelassen haben, haben wir es geschafft. Es sollte nicht mehr weit sein. Halte durch. Ja, kriegen wir hin. Bitte? Hast du was gesagt, Toki? Nein, eigentlich nicht. Ist noch nicht. Ich meinte, eine Stimme gehört zu haben. War wohl Einbildung. Ja, wahrscheinlich. Kehrt um. Ihr dürft nicht passieren. Was? Wer ist da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, dann soll es so sein. Doch nicht, bevor ihr mich besiegt habt. Okay. Oh, das Seil. Oh, das Eisen um uns herum reflektiert das Licht. Goa! Oh Gott, Arktos. Ich bin Arktos, der Hüter des Eises. Wer immer den Wald betritt, soll von meiner Macht besiegt werden. Lasst es beginnen. Okay. Wir haben, ich will bitte Blubber fixieren. Möchte ich bitte das Tackle weg und Ruckzucki weg. Und was haben wir so für Items? Ich habe keine Ahnung. Eine Sinelbeere. Wow, wir werden das definitiv schaffen. Locker. Kein Ding. Oh Gott. Mach doch nicht. Was ist denn los mit dir? Mach doch auf, Wolke. Danke. Oh. Das schaffen wir niemals, Alter. Nee, niemals. Nein. Es befreit vom. Ja. Gut, Leute. Das wird ein spannender, aufregender Kampf. Und ein sehr schwerer Kampf. Ein sehr anstrengender Kampf. Wir versuchen es einfach. Mehr als das können wir nicht tun. Wir müssen darauf hoffen, dass halt. Dass Draki schönen Attacken einsetzt. Und zwar gut Attacken einsetzt. Ah, ich hätte Tackle fix weg machen sollen. Tackle weg und Ruckzucki bitte weg. Items, eine Sinelbeere bitte essen. Danke. Er hat Glut eingesetzt. Das ist immerhin etwas. Agilität. Okay, verdammt. Pulverschnee. Wir sind beide im Arsch. Wir haben keine Sinelbeere oder so. Setz doch nicht Glut ein. Ah, das war's damit. Fixieren bitte. Ja, Leute, das wird ein sehr anstrengender Kampf. Wie gesagt, ich mache diese Methode hier halt mit dem Safe States und so, weil es sonst echt ätzend wäre, immer wieder hierher zu rennen. Und groß was verändern würde es nichts, außer von unserem Level her halt ein bisschen vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Oder wir würden noch 1000 Mal krepieren. Und ja. Im Endeffekt läuft es aufs Gleiche hinaus. Verliert an Tempo, das ist gut. Kann ich ihn mit Bissen ein bisschen zurückschrecken lassen? Kann ich auf jeden Fall nicht. Fixieren wir mal das und setzen Blubber ein. Und jetzt Biss. Wir machen 13 Damage damit. Wow, das ist. Ich meine, ich bin begeistert. Er ist zurück. Okay, er schreckt zurück. Das ist immerhin etwas Positives. Schreckt bereits zurück. Schreckt. Verliert den Pfefferstatus. Oh Gott. Schreckt zurück. Dann halt nicht. Feurigel. Oh Mann. Okay, Leute. Das wird ein sehr anstrengender Kampf. Wie gesagt, zur Not cutte ich ein wenig, bis ich es dann endlich mal geschafft habe. Was ich. Ups. Aber glaube ich nicht so. Schnell hinkriege. Zur Not müssen wir halt noch ein bisschen leveln.
das ist halt das Problem. Windstoß. Okay. Durchbruch macht relativ viel Schaden, ne? Ja, Durchbruch macht ganz gut Schaden. Das ist schön. Befreit vom Pfefferstatus und wir sind tot. Okay. Fixieren wir mal Durchbruch. Das könnte vielleicht noch besser sein. Jetzt machen wir nicht so viel Schaden. Der Sound auf dem Ohr war gerade mega laut, ey. Warum setzt er denn jetzt schon Pulverschnee ein? Gut. Ich würde mal sagen, ich esse eine Sinelbeere. Alter Vater, ey. Rauchwolke, super. So, jetzt kannst du schön Glut einsetzen. Nicht Rauchwolke, Glowhut. Gut, jetzt hättest du auch Rauchwolke einsetzen können. Pulverschnee, ja, okay, bist im Arsch. Aber das war schon mal ein guter Anfang. Er muss halt, ja, Draki muss halt öfter Rauchwolke, Glut einsetzen, wenn er sowieso Lowlife ist. Und Rauchwolke besser, wenn er halt, ne? Wenn, ja, gönn dir. Gönn dir. Rauchwolke halt, wenn, ja, Arktos keinen Pfefferstatus erlangt hat. Sodass er uns nicht treffen kann. Ja, jetzt sollst du, ja, du sollst auch nicht zweimal Rauchwolke einsetzen. Oh Gott. Moment, jetzt setze bitte Rauchwolke ein. Danke. Und jetzt setzt du bitte Glut ein. Vielleicht sollte ich das so öfter machen. Nicht normal angreifen. Rauchwolke bitte. Bitte setz Rauchwolke ein. Bitte setz Rauchwolke ein. Bitte setz Rauchwolke ein. Ja. Okay. Bitte setz Glut ein. Bitte setz Glut ein. Du würdest so viel Schaden machen durch deine Passive. Mann. Was machst du denn? Wir setzen mal ein bisschen Biss ein. Damit er vielleicht zurückschreckt. Mach doch nicht. Was ist denn los mit Draki, Alter? Warum? Ich hasse es, dass er normal angreift. Ich hasse es. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Menschenskinders. Oh, ich hasse das. Kann man das ausstellen eigentlich im IQ? Moment. Kann man das ausstellen? Nee, warte, was ist Attackennutzer? Das Pokémon wird ausschließlich Attacken einsetzen und keine Regel. Ja, danke. Das macht AP-Prüfer weg. Und keine. Okay, keine. Ja, gut, das ist okay. Das ist okay. Danke. Jetzt haben wir eine hundertprozentige Chance, dass er Glut und Rauchwolke einsetzt, ne? Das ist wundervoll. Das ist super. Ja, außer er setzt es natürlich ein. Ja, jetzt Rauchwolke, schön. Schön, schön, schön. Nicht, hör doch. Okay, Moment. Ich mach das, ja, ich mach das gleich wieder so, dass er nur, ja, dass ich die Attacken die ganze Zeit wechsle. Das ist total kacke sonst. Das ist so sonst, nee. Warum setzt er denn die ganze Zeit Rauchwolke ein? Er braucht unbedingt die Attacke, die EQ-Fähigkeit. Dass er keine Attacken einsetzt, die den Status verändern, wenn das Pokémon schon den Status verändert hat. Oder wenn der Status vom Pokémon schon verändert ist, so. Ah, Agilität, komm, greif mich nochmal an. Nein. Aber okay, das workt schon mal. Wir machen das jetzt anders. Ey. So, zack. Bitte das, danke. Dann einmal fixieren. So. Und jetzt mache ich nochmal ein Safe State, damit ich das nicht nochmal machen muss. So, okay, kommt Leute, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Oh Mann. Glut. Rauchwolke weg. So können wir arbeiten. So können wir das hinkriegen. So können wir das definitiv hinkriegen.
Rauchwolke wieder dazu und Glut wieder weg. Okay, Windstoß geht daneben, das ist schön. Kann man das nicht irgendwie anders? Nein. So? Ja, leichter. Mit Select. Einfach Select drücken und dann ist die Fähigkeit gewechselt. Schön. Schöne Sache. Ups. War super. War schön. Dass alles von mir daneben gegangen ist, Alter. Ich glaube, ich fixiere mal ein bisschen Biss. Einfach nur, damit ich Biss, Arktos zurückschreckt. Und wir schaffen das einfach immer noch nicht, ey. Wir sitzen jetzt seit 10 Minuten. Seit 10 verdammten Minuten. Wieso verfehle ich denn die ganze Zeit? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich setze mal vorsichtshalber eine Siedelbeere ein. Okay. Er greift Draki an. Okay, Moment. Er hat Draki angegriffen. Mach mal bitte Rauchwolke, Draki. Mach schön brav Rauchwolke. Nice. Was kann er auch anderes machen? Stimmt. So, jetzt setzt er Glut ein. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Windstoß. 65 Damage, dein Ernst. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu wechseln. Ich hoffe einfach, dass es so funktioniert. Pulverschnee. 56 Damage. Eieieiei. Alter Vater. Aber Draki ist jetzt Lowlife, das ist wundervoll. Jetzt können wir wieder wechseln. Ich glaube, so können wir das machen. Schreck zurück, das ist gut. Und zack. Und zack. Was? Oh Mann, Leute, das ist ein... das ist anstrengend. Das ist definitiv anstrengend. Wie viel Schaden macht Aquaknarre denn so? 19, macht nicht viel Schaden, schade. Wir setzen einfach mal auf unser Glück, ne? Wir hoffen einfach. Wir hoffen einfach. Zack. Verfehlt, schade. Windstoß macht einfach so... Och, Mann. So. Blubber. Ach, Leutchens. Ob wir das noch schaffen heute? Ich glaube, in diesem Bad wird das noch nichts. Habt ihr halt mal einen relativ langweiligen Part. Kann ich nichts für, tut mir leid. Ich erspare euch schon die ganze Zeit so durch die Safe States den Weg hierhin zu laufen. Also von daher... Mann! Das Arktos macht aber auch Damage, ne? Ich meine, bin ich unterlevelt? Bin ich stark unterlevelt? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, so viel geskippt habe ich nicht. An sich. Ich weiß nicht. Zack. Zack. Was? Es hat... Mann! Ich... Nee. Es fehlen halt auch... 5 Leben. Okay, jetzt würden 3 Leben fehlen. Hätten wir 3 Leben mehr. Dann... würde... uns Arktos mit Windstoß nicht besiegen. Das Problem ist halt, wenn wir Safe Staten und wieder reloaden, dann müssen wir einmal irgendwas anderes machen. Irgendeine andere Fähigkeit. Irgendeine andere Attacke. Irgendwas. Damit sich der Spielverlauf so gesehen ändert, wisst ihr? Weil... ja. Das ist schon komplett... wow. Vorprogrammiert, sag ich mal, was passiert. Und deswegen... ja. Ja. Mann, hör doch... Mann, wieso schlägt denn alles fehl?
Jetzt treff! Danke! Triff! Treff? Keine Ahnung. Natürlich. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann einfach nicht wahr sein. Blubber einsetzen. Jetzt setze ich mal Aquaknarre ein. Ja, ich spule gerade vor, Leute. Das ist, ich glaube, um einiges angenehmer. Ja, schön. Mach mal, bis. Jo. Ach ja. Machen wir mal eine Aquaknarre. Tauschen wir mal die Plätze. Dann machen wir jetzt noch eine Aquaknarre. Nein, wir machen mal Blubber. Vielleicht senkt das ja auch noch sein Speed. Ja, natürlich. Okay, Moment. Wie haben wir das gerade gemacht? Wir haben einen Blubber eingesetzt. Haben wir das gemacht, dann haben wir, glaube ich, Biss eingesetzt, ne? So, jetzt müssen wir darauf hoffen, dass er irgendwie, ja genau, Pulverschnee einsetzt. Genau. Dann hatte ich eine Sinelbeere gegessen. Vollriegel hat Rauchwolke eingesetzt. Schön. Dann setze ich jetzt Blubber ein. Genau. Nochmal eine Rauchwolke, okay. Haben wir Plätze getauscht? Hat er mich angegriffen? Warte, hat er mich im normalen Angriff angegriffen? Ich glaube nicht, oder? Aber Feuerriege setzt Rauchwolke ein. Das ist super. Nochmal. Befreit vom Pfefferstatus, okay. Wir haben noch weiter Blubber. Blubber einsetzen. Jetzt setzt du eine Rauchwolke ein. Genau. Und jetzt setzt du bitte Glut ein, okay? Nice. Okay, jetzt nochmal ein Blubber. Eine Glut, schön. Nein. Warum hätte er doch Weißnebel einsetzen können? Ach Leute, ich verzweifle. Ich verzweifle hier an dem Kampf. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Zack. Natürlich. Ach, Leute. Ich spule das für euch vor, bis ich es geschafft habe. Ja. Ja, ja, ja. Und dann hört ihr mich jetzt auch erstmal nicht mehr, weil halt vorspulen und so. Währenddessen lege ich Musik unter und dann, ja, sehen wir uns nach dem Vorspulen wieder. Ja, Leute, wir haben es endlich geschafft. Heilige Scheiße. Oh, endlich. Bitte, Arktos. Wir müssen weiter, egal was es uns kostet. Bitte lass uns passieren. Nein, ich kann nicht erlauben, dass hier passiert. Warum nicht? Warum lässt du uns nicht weitergehen? Die kalte Brise des Waldes. Sie hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ich friere aber ganz schön. Der Fluss der kalten Luft des Waldes wurde gestört. Der Schnee beginnt zu schmelzen.
Der Schnee schmilzt, Schnee, der nie zuvor geschmolzen war. Dies ist noch nie zuvor geschehen, kein einziges Mal. Und zur gleichen Zeit erscheint ihr in diesem Wald. Ist das nicht euer Tun? Wir haben damit nichts zu tun, das ist reiner Zufall. Bitte, Arktos, hör uns an. Es liegt nicht an uns, dass der Schnee hier schmilzt. Es passiert nicht nur hier. Naturkatastrophen ereignen sich momentan an allen Orten. Selbst wenn wir keinen Fuß in diese Gegend gesetzt hätten, hätte sich das Klima hier verändert. Ist das alles? Soll ich das etwa glauben? Genug von diesem Unsinn. Das ist euer Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt! Oh Gott. Absol! In ihren Worten steckt keine Lüge. Die Katastrophen verbreiten sich tatsächlich. Ist das wahr? Ja. Ich habe die Gabe, Naturkatastrophen zu spüren. Die jetzigen Katastrophen sind nicht gewöhnlicher Natur. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Also gibt es noch weitere Katastrophen. Gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Arktos, yay! Jedoch! Ihr müsst verhindern, dass sich die Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Ja, versprochen, Arktos. Okay, nice. Gut, Absol hat uns gerettet. Puh, das war aber schon knapp. Ja, vielen Dank. Du hast uns gerettet. Statt euch zu bedanken, solltet ihr euch darauf konzentrieren, die Katastrophen aufzuhalten. Werden sie nicht gestoppt, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich spürte die entsetzliche Kraft der Katastrophen. Meine Gabe der Vorahnung führte mich an diesen Ort. Ich halte es für angebracht, dass wir gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Wirst du das wirklich? Wirklich. Um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Ach, vielen Dank, Absol. Absol gehört nur zum Retterteam. Nein, kein Kosenamen geben. Und gut, Leute. Hier sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut